Hallihallo, meine lieben Freunde, was geht ab? Ich bin's, Ibe Busche LP und ja, viele hatten noch gesagt, Rengar wurde doch leicht gebufft, aber auf jeden Fall haben sie ihn nur ein bisschen verändert von seinen Skills, also jetzt nicht von seinen Skills an sich, sondern von den Werten her. Ob du nicht doch einfach nochmal ein kleines Let's Play mit ihm machen könntest hier zur Season 3 und generell, ja, kannst du mir das nicht mal von mal zeigen? Und habe ich mir gedacht, ja, wieso eigentlich nicht? Auf Rang habe ich eigentlich auch Bock. Ich habe mal auf dem PBE, glaube ich, das letzte Mal ein Video zu mir gemacht, wo er frisch released wurde. Und da stimmt es ja eigentlich auf jeden Fall, dass man das auf jeden Fall nochmal Let's Playen kann. Also von daher schauen wir mal wieder in die Teams. Wir haben auf jeden Fall Wayne mit Nami als schönen Botlane-Kombo. Aber ich glaube, dagegen werden wir ein Alistar Blitzcrank haben, die so ein bisschen ihren Troll-Kombo ausprobieren. Ich muss ja sagen, ich habe den auch schon mal selber oftmals ausprobiert und er kann auch gut funktionieren. Er kann auch wirklich schön Damage raushauen oder zumindest auch im Endgame wirklich geil supporten. Je nachdem, wie man es dann halt im Early Game anstellt. Na gut. Machen wir weiter. Und bei uns in der Mitte geht dann wohl die Katharina. In der gegnerischen Team wird dann wohl der Lee. Ist auch schon ein bisschen Counter, also warum nicht? Hat auf jeden Fall da Potenzial gegen Katharina. Müssen wir mal schauen. Guter Letzt. Mal richtig hier Jumpen, jumpen, genau. So, haben wir dann noch den Twitch. Das finde ich ganz clever, dass sie dann den AD-Carry auf jeden Fall auf die Top-Lane packen. Denn, ja, sonst haben sie im Endgame keinen AD-Carry. Und wenn sie den AD-Carry einfach mal schon mal auf die Top-Lane packen, dann haben sie im Endeffekt einen. Also auf jeden Fall gute Absprache da. Das sollte auf jeden Fall vorhanden sein. Und ich denke auch gleich jetzt hier werde ich dann auch in Early Gank auf der Top Lane dann auch mal durchführen. Ich bräuchte am besten jetzt hier noch ein. Na, ich hätte mal nicht ganz so viel Damage machen sollen. Das ist jetzt natürlich blöd. Denn eigentlich bräuchte ich noch eine weitere Auflage. Denn am besten gankt man eigentlich mit 4 Aufladungen. 4 bis 5. Denn eigentlich sogar 4. Denn dann kann man eigentlich. Ah, ne, okay, alles klar. Ich habe mich hier. Wie bitte? Ist das ein absolutes Troll-Game oder was geht jetzt hier ab? Komm schon! Jawoll, so geht das doch! So und nicht anders. So schnell kann man schon First Blood machen auf der Lane. Ihr habt gesehen, da konnte ich ihn nochmal schön festhalten, da ich meine Wildheart gerade passend oben hatte. Und ja, so einfach geht First Blood. Hätte Timo mir jetzt noch einen Ticken schneller geholfen, dann wäre es noch eine ganze Ecke passabler abgelaufen. Aber so passt es auch erstmal. Ich würde sagen, Twitch hat auch erstmal seine Lane gefunden. Er hat sich jetzt in der Mitte eingefügt. Da passt er natürlich auch gut rein in die Rolle. Und das ganze Game kann jetzt hier erstmal mehr oder weniger entspannt von der Rolle gehen. Erster Kill hier unten schon auf der Botlane. Da haben sie schon den ersten Kill mit ihrer miesen Troll-Kombo hinbekommen. Ich muss sagen, ist echt extrem nervig gegen solche beiden zu spielen, denn es ist auch wirklich einfach so eine Nervensache. Wayne meint nicht ohne Grund, hier ist Soul neu. Also da kann ich auf jeden Fall sie auch verstehen. Recall ist hier angesetzt von Alistar und auch von Blitzcrank ist ziemlich low und er kommt jetzt wahrscheinlich da gleich wieder mit dem Blitz, oder? Wenn ich mich nicht irre, so wie die das immer machen. Aber zurzeit sieht es wohl nicht ganz danach aus. Na gut, alles klar. Für uns heißt es wohl einmal ganz schnell Recall. Wobei, ja doch, komm, machen wir es einmal ganz, ganz fix, aber. Denn wir brauchen auf jeden Fall ein weiteres Item. Und das wird jetzt hier einfach mal der Schnitzer schon mal der Anfang sein. Wir versorgen uns hier nochmal weitestgehend mit weiteren Wards und vielleicht nochmal, mit Tränken, mit Healpots und vielleicht nochmal mit einem Ward. Blue Buff. Wer um alles in der Welt will Blue Buff? Nami. Blue, das könnte eigentlich ein ganz geiler Vorteil werden. Denn dann kann sie ihre Wayne immer oftmals heilen. Kata braucht es natürlich nicht wirklich, die hat auch keinen Mana, ich brauche es auch am wenigsten, ich habe Wild halt, also Kata und ich brauchen es am wenigsten. Und ja, dann würde ich sagen, wieso nicht... Ah! Komm, hör auf! Wieso nicht dem Jungler geben? Ja, das war ein guter Witz. Welchem Jungler? Gibt's nicht. So, so viel dazu. Alles da ist hier auch schon glücklich auf AD. Blitzcrank eher auf Support, okay. Wollen wir mal schauen, ob wir jetzt hier gleich einen erfolgreichen Gank hinbekommen. Ich muss sagen, mit unserem Rengar empfiehlt es sich auf jeden Fall. Ihr seht jetzt habe ich eigentlich die richtigen Kriterien für den Gank. Und jetzt voll drauf da. Geil gemacht, geil gemacht. Ich möchte auch jetzt erstmal ins Gebüsch laufen. Oh. Okay, da habe ich ihn auf jeden Fall gerade mehr oder weniger ziemlich mit meinem Q gebürstet.
Aber ich muss auch sagen, besser ja, kurz eliminiert, als statt, dass das jetzt hier noch zum großen Escape ausgelöst wird. Denn Blitzwing hatte natürlich jetzt auch hier wieder die Absicht, dass er uns jetzt hier unter den Tower pullt. Zumindest hier ihn anlockt und dann plötzlich kommt die große Überraschung. Grabt uns unseren Tower, schmeißt uns nochmal hoch, alles da schmeißt uns nochmal hoch. Und ja, dann haben sie auf jeden Fall wieder einen Kill. Deswegen sollten wir uns auch die Phase jetzt hier nutzen, hier möglichst viel Damage auf den Tower machen. Und wirklich alles darauf rausballern. Denn wenn wir die Lane hier schon mal gepusht haben, dann haben wir auf jeden Fall. Ich liebe es, wenn ich zwei Wörter auf jetzt sage, das mache ich glaube ich öfters. Dann haben wir auf jeden Fall schon mal die Lane hier ein bisschen besser gemacht. Also ein bisschen. Dann können wir unsere Mates mehr, finde ich, mit anfangen. Denn sonst haben sie immer so diesen Rückzieh-Tower da, den Blitzcrank natürlich auch sehr ausnutzt mit seinem Grab, da dann einen hohen Damage-Output kommt. Und somit würden wir ihn damit schon mal eine wichtige Quelle dann wieder entfernen. Und wir haben es insgesamt dann wieder ein bisschen einfacher. So, mal gucken. Twitch gegen die gute Cutter. Na, du bleibst aber ganz kurz hier schön stehen. Aber schön stehen bleiben. Da müssen wir uns sogar direkt nochmal hinterher flashen. Und jetzt hier aus dem Gebüsch schön angejumpt. Und bam. Ja, das ist natürlich der absolute Vorteil mit Rengar. Fliehe niemals übers Gebüsch. Oh mein Gott. Und kriegen wir den auch noch? Kriegen wir den auch noch? Ja, den kriegen wir auch noch. Geil. Mit Katas Hilfe. Und wir landen jetzt schon wieder unseren nächsten Kill. Ich check das Ganze hier unten nochmal, ob wir hier noch irgendwas machen können. Blitzcrank kommt hier gleich zum Grab. Ja, nein, vielleicht. Das stay. Ja, da bleibe ich doch noch glatt. Ich meine, Blitzcrank hat sich da jetzt wohl oben eingenistet. Ja, dann soll er das doch gemacht haben. Ich meine, wenn er jetzt hier rüber abhauen will, genau auf meine Lane, dann habe ich da eigentlich nur einen Kill wieder mehr. Also wie es aussieht, wird das jetzt hier auch nichts mehr. Eine ziemlich lahme Nummer nur noch. Dann strebe ich wohl doch mal den Recall an. Ich könnte natürlich jetzt, ich habe natürlich noch ganz gut Leben. Die Minions sind gerade hier vorbei. Das heißt eigentlich, ich könnte jetzt hier mit gutem Glück schön um die Ecke gekommen sein. Aber ich glaube, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Wie haben sie, sie hat mich eigentlich jetzt gerade bekommen. Meiner Meinung nach. Ja, 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 ist ja gut. Was wurde eigentlich verändert hier groß an Ranger? Sie haben auf jeden Fall jetzt hier den Wildheitsbonus verändert, deswegen, sonst hat man immer, glaube ich, 10% seines Lebens hier bekommen. Und nun ist es so, dass man jetzt einfach nur auch einen genauen Wert bekommt. Aber, jetzt kommen wir ja gleich erst zu unserem wichtigsten Item. Es wird auch allerhöchste Zeit, dass ich mir das jetzt kaufe. Deswegen schleunigst, schleunigst, schleunigst. Brauchen wir auf jeden Fall unsere Knochenhalskette. Denn das ist ja das absolute Ranger-Item. Für jeden Kill und Assist kriegen wir Aufladung. Und ja, die, diese, oder Trophäen, so wird es ja genannt. Und das Geile daran ist, dass diese Trophäen auch nicht verloren gehen, glaube ich, oder? Muss ich irgendwas noch nachlesen? Oder doch, sie gehen verloren, aber nicht so schnell auf jeden Fall. Es ist auf jeden Fall, Ranger sammelt Trophäen von getöteten Champion und erhält je nach Anzahl der gesammelten Trophäen zusätzliche Effekte, gewährt eine Trophäe für Tötung und Unterstützung, er verliert eine Trophäe, falls er getötet wird. Und ich meine, im Teamfight kriegt man dann immer schon so drei Unterstützungen und stirbt dann vielleicht eine, also im Endeffekt hat man dann zwei gemacht. Also es lohnt sich auf, das ist das absolute Item schlechthin, wenn man das auch nicht kauft, dann hat man einfach gar keinen Damage und gar keine, gar nichts hat man dann. Dann kann man sozusagen in die Tonne treten. Oh, schön gemacht. Und, oh, jetzt hier nochmal. Ich glaube, da habe ich mich gerade verklickt gehabt. Denn ich glaube, ich habe den falschen... Ja, ich habe... ich habe einen dicken Fehler gemacht. Die gebe ich zu. Denn ich habe mein W erneut aktiviert gehabt, damit ich mich geheilt habe. Klar, healen ist nicht schlecht. Aber im Endeffekt habe ich somit verhindert, dass ich ihn nochmal kurz für eine Sekunde lang festhalten hätte können. Und das ist natürlich irgendwie, ja, im Endeffekt deutlich entscheidender gewesen. Denn dann hätte ich ihn, ja, mit einem einfachen 1-2 Auto-Attacks nochmal da umgebürstet gehabt. Timo war ja auch noch an meiner Stelle, also das wäre auf jeden Fall wichtig gewesen. Habe ich an dieser Stelle dann leider nicht geschafft. Egal, man kann auch nicht alles schaffen. War ich also zufrieden. Die Botlane hier, die haben bestimmt gleich gar keinen Bock mehr, da. Oh ja, da sieht man schon, da ist schon Twitch da. Nami wird, entfernt sich auf jeden Fall viel zu weit von ihrem eigenen Tower. Ich würde an ihrer Stelle lieber unterm Tower fighten bleiben. Der war noch eigentlich ganz schön gemacht. Noch ein Ignite drauf bekommen, aber im selben Moment hat sie sich auch geheilt. Und Katharina kann sie jetzt das Feld hier aufräumen. Ein Alistar wurde auf jeden Fall getötet. Twitch ist wahrscheinlich um das Delph gegangen, aber sie kriegt ihn auch noch hervorragend. Wunderschön. Und cleart das einfach erstmal das Ganze. Also es ist jetzt schon wieder 9-2 und man sieht, ja, wir holen das Ganze trotz dieses kleinen Fails auf der Botlane. Okay, es ist wirklich noch wenig Kills gefahren. Wir holen es wirklich passabel auf. Evelyn sieht man auch gar nichts, also es ist echt eine ziemlich lahme Runde. So vom Niveau her von den Gegnern finde ich echt recht low angesetzt.
platzieren sowohl jetzt auf jeden Fall mal hier, auch wenn die gegen den Jungler eigentlich echt recht wenig bringt, da es ja eigentlich eher ein Vision Jungler ist. Aber nichtsdestotrotz tun wir es trotzdem mal. Müssen wir schon mal den daneben. Ja, und den machen wir jetzt fürs zweite. Ach komm, doch noch ein Auto-Attack. Wer sagt's denn? Und wer sagt's denn, dass jetzt hier nicht gleich der gute Blitzcrank kommt? So, schon mal auf jeden Fall out of range da gegangen, dass er mich dann nicht mehr graben kann. Evelyn, sie ist ja geil nicht zu sehen. Und da kommt auch schon der gute Blitz. Wir hätten jetzt in diese Falle auch gut Stealth gehen können auf jeden Fall. Keine Frage. Unaufhaltbar, sehr schön. Wir hätten auf jeden Fall auf Stealth gehen können. Wenn man das Ganze Infight aktiviert, man kann sogar Infight aktivieren und man kommt davon. Aber man wird halt erst nach, glaube ich, nach 3, und während 3,7. Nee, das ist auch nicht. Genau, und man wird halt erst nach 3 Sekunden Stealth, wenn man Infight ist. Also im Infight ist natürlich leicht verzögert, denn sonst finde ich es auch ein bisschen OP. Also das geht halt nicht ganz so schnell. Von allein, es gibt jetzt hier wieder einen Buff, aber ganz ehrlich, mir ist das schon wieder ein Lachs. Ja, ich scheiß ganz schön viel gerade auf mein Team. Hole ich mir eben ein bisschen Cooldown Reduction, warum nicht? Nami will das eh nicht, die ist eh auf der Lane beschäftigt. Und Ganken habe ich gerade eh keine Leben für. Deswegen komm, stecke ich mir schnell mal den Buff ein. Es gibt ja auch eine Menge Gold. Das ist ja auch nochmal ein gutes Argument. Und somit räume ich eigentlich nur den restlichen Jungle. Und spare jetzt auch endlich auf meine Knochenhalskette. Denn es wird allerhöchste Zeit, dass wir uns die jetzt hier kaufen. Denn ohne G geht ja natürlich gar nichts. So, 800 Gold, das reicht auf jeden Fall. Damit porten wir uns jetzt zurück. 5 Angriffsschaden kriegen wir schon mal so. Plus 2 Angriffsschaden pro Stufe. Wir sind schon 7, das heißt wir kriegen 14. Das heißt wir haben erstmal 19 AD bekommen. Und das ist wirklich sagen echt nicht schlecht. Das sind schon mal immerhin 2 Langschwerter. Für den Preis, okay, vom Preis her hat sich das ungefähr gleiche Rechnung ergeben. Aber wenn wir jetzt hier gleich die ersten Trophäen sammeln, eigentlich hätten wir das Ding und vielleicht sogar noch einen Ticken früher sammeln müssen, kaufen müssen, vielleicht schon vor der Riggits. Also echt zusehen, dass wir dieses Item hier bekommen. Denn ihr werdet gleich sehen, es gibt echt nützliche Bonus, zum Beispiel auch 6 Trophäen. Ich meine, 25 Lauftempo warum schon mal nicht. 9 Trophäen erhöht die Reichweite von Rengar Sprung um 150 Meter. Das ist extrem geil. Das heißt, man kann viel besser ganken irgendwie. Und den Gegner viel besser erwischen. Also es hat echt enormen Vorteil, wenn man da die Knochenkette ein bisschen stacken. Ich würde es auch ganz interessant finden, würden wir jetzt hier mal dazu einen Aufruf starten, wie auch immer, den Dragon mal zu legen. Ein bisschen am Scouten hier, mal gucken, wie es jetzt hier aussieht. Ja, oh, schön, sehr gut. Sogar geil da. Ein Ticken früh gesmited. Und auf jeden Fall ein bisschen früh. So, mal gucken, wie ist jetzt hier alles da? Ah, die sehen mich ja schon wieder. So, und da bin ich einfach mal Stealth gegangen und kann sofort mit Rebecca hopsen. Sie suchen mich zwar jetzt hier noch richtig, aber geil, sehen mich jetzt kein bisschen und ich kann wirklich super escapen. Hätten wir am besten noch gleich einen Ward reinpacken sollen. Und jetzt dieser wunderschöne Double Jump. Ich möchte jetzt hier nicht vor mir selbst schwärmen, aber boah, jawoll. Schön erst defensiv gegangen, aber dann im Nachhinein wieder plötzlich extrem aggressiv. Und das ist einfach die geile Methode mit Rengar. Und ja, unsere Trophäen, ihr seht es schon, wir sammeln hier schon kräftig. Immerhin schon mal 2, das wird uns jetzt heißen hier, dass wir jetzt hier, na, bald kriegen wir schon mal Rüstung durch. Also Armor Penetration und ein bisschen Cooldown Reduction. Nehme ich alles gerne an. Ich meine, das ist ja auch alles hier umsonst. Wayne's Farm oder Wayne's Lane farmen wir jetzt mal nicht. Denn sonst flamet die uns wieder gleich. Fuck you. Rengar. Stop my farm bottom. Wir kennen die ganze Nummer ja schon. Müssen wir uns nicht bieten lassen. So sagen wir einfach, okay, brauchen wir nicht. Lassen wir es. Und wir machen jetzt weiter. Mann, das Game geht auch hier wirklich ziemlich easy von der Rolle. Schmeid immer, Leute, auch das ist nochmal so was ich hier gerne nochmal oder gut loswerden kann. Immer bitte smitet den Gegner, also smitet bitte immer den Drachen und smitet auch immer bitte den Dragon. Nicht am Anfang, sondern einfach am Ende, um ihn sozusagen zu last hitten. Das ist enorm wichtig. Danke. So. Genauso enorm wichtig ist, dass wir den jetzt hier einmal sauber attacken.
Da kommen sie auch schon gleich mit zwei Mann. Die kloppen hier auf ihn losgefahren. Ja, wie viel Gold brauche ich da noch? Ich guck mal weiter. Wir müssen auf jeden Fall jetzt ein Tanky-Item noch auf jeden Fall wählen. Das wird auf jeden Fall auch Page sein. Denn für einen Jungler sollte man eigentlich immer ein bisschen Tanky auf jeden Fall sein. Wenn nicht sogar Full Tank. Also empfiehlt sich definitiv. Deswegen wollte ich nochmal ganz kurz gucken. Hier 1450. Und wie viel brauchen wir noch für unsere Schuhe? Da brauchen wir auch noch eine ganze Ecke. Also wir müssen auf jeden Fall noch ein bisschen farmen oder ganken. Je nachdem. So, hier, zack, zack, zack. Na komm, dann hauen wir nochmal die Pots, die Health Pots rein. Nehmen wir kurz mal die Top Lane, da die Erfahrung jetzt sowieso daneben geht. Also ins Nichts sozusagen. Haben wir auf jeden Fall die Berechtigung, das hier zu farmen. So. Das hätten wir schon mal erledigt. Jetzt kann Timo von mir aus, ich meine, er hat auch alles schön hier abgedichtet, er könnte jetzt von mir aus das Ganze noch weiterfahren. Katharina räumt das ganze Feld schon wieder auf. Mittlerweile hat sie jetzt echt schon sonst was für ein Feed, glaube ich. Oder? Komm, sag's mir, Katharina. Na, 7-0, jawohl. Und ja, kaum Rabadons und hier die Maske, also besser geht's auch nicht. Also das wundert mich dann, glaube ich, kein Stück, dass sie da so dominiert. 371 Damage haben wir auch gerade dem kleinen Freund dazu gesehen. 284, also es ist echt ein netter Damage-Output. Und jetzt nochmal schön auf der Botlane, sieht man jetzt nochmal ein bisschen das Comeback von den Gegnern, die da jetzt nochmal so ein bisschen Rache ausüben. Aber wie gesagt, es bleibt halt auch alles begrenzt, finde ich eher. Die Spells kann man auch von Rengar gut auf die Tower aktivieren, so ist es auf jeden Fall auch nicht. So, dann packen wir da auch schnell nochmal ein Ward rein. Ja, genau das hatte ich das Gefühl. Oh, schön. Und jetzt hier noch den zweiten. Oh, holy shit. Not bad. Da haben wir aber ganz gut hier ne? Die Möhre gerieben, wie ich das immer so gern sage. Mensch, Freunde. Das war's aber auch schon so gut viel für euch. So, jetzt können wir natürlich jetzt ein bisschen Tanky noch wählen. Oder auch direkt einen Blutdurst. Das würde sich ja natürlich jetzt schon fast empfehlen. Aber wir gehen jetzt hier eher auf Nummer sicher. Auch wenn es ein bisschen laming ist. Okay, wir machen es so. Wir haben jetzt ein recht tanky Item gewählt. Das ist okay. Dann würde ich sagen, bauen wir jetzt weiter sonst auf Damage. Machen wir es halt eben so. Boots brauchen wir jetzt hier an erster Stelle vielleicht nicht primär. Da die Lanes jetzt eh sozusagen durchgebrochen ist und wir jetzt sowieso schon schwach ganken können, also richtig in der Gank-Phase sind wir jetzt eh nicht mehr. Also von daher ist es auch jetzt wirklich nicht mehr, kann man mich eigentlich auch nicht mehr direkt als Jungle einen über ansehen, da sich halt jetzt schon das Spiel fortgeschritten ist. So, die gute Kader ist natürlich jetzt auch ordentlich gefeedet. Das macht uns alle glücklich. Und wie viele Trophäen haben wir mittlerweile schon? Wir können sogar geil. Ich glaube, wir haben schon die erhöhte, oder? Nee, brauchen wir noch. Wusste ich gar nicht, dass man das geht. Oh, ja, come on. Auch gut zu wissen, dass man rüberjumpen kann, wenn das Ward steht oder ein Pilz oder sonstiges oder ähnliches. Katharina ist natürlich wieder an der Stelle low. Und kommt gleich das Surrender Vote? Man weiß es nicht genau. Ich würde auf jeden Fall damit rechnen. Wenn nicht, dann ist es auf jeden Fall ziemlich tapfer. Oh, ho, fuck. Die tut ja nicht zu wenig weh. Alter Schwede. Blitzcrank geht auch down. Ja, das würde ich mal sagen, ist auf jeden Fall auch auf der Botlane wie so eine Runde, wo man so richtig sieht, wie die Gegner gefällt haben. Ich meine, ich mit Vini haben das schon öfters gemacht. Wir haben auch noch eine weitere Folge auf Lager, die wir auch demnächst dann irgendwann hochladen wollen. Aber bei uns bis es jetzt immer eigentlich echt ganz gut verlaufen. Da möchten wir es auch nicht gar nicht angeben. Einfach eher, ne? Ja, ein bisschen glücklich drüber sein. Oh, mutig. Zu mutig. Und, oh mein Gott, sie überlebt es wieder mit sonst was für HP da oben. Wird natürlich irgendwie andauernd noch ein bisschen so geheilt. Soll natürlich auch nicht außen vor bleiben.
und alle immer hinter den guten alten Freund hinterher. Schnell hinter den Minions verstecken, damit Blitzcrank hier gar nicht uns erst grabben können. Und unsere Katharina geht down. Sie ist down. Wer kann euch das, wer kann sich das vorstellen? Oh ja. Ja. Meine Fresse. Da haben wir den Jump auch schon von unserer Ulti sehr, sehr früh geused. Oder ja, doch wirklich geused. Vielleicht sogar vielleicht ein Ticken schon zu früh. Und die Gegner, die merken jetzt hier, okay, wow, wir haben jetzt einmal die Katharina gekillt. Aber das bringt uns im Endeffekt auch nicht viel weiter. 9 Aufladungen jetzt haben wir jetzt schon. Da können wir jetzt schon mal nachlesen. Na, what the fuck? Ich wollte gerade lesen. Und was macht ihr? Ein Surrender Vote. Na Leute, das war zuvor wieder mit einer weiteren Folge von Ranger. Ich hätte auch nicht gedacht, dass es jetzt so erfolgreich eigentlich für meine Stats an sich ausging. Gespielt würde ich sagen, war es jetzt auf jeden Fall, aber jetzt nicht übertrieben. Es lag einfach wirklich daran, dass die Gegner schwach waren. Also, ja. Ich denke, das war einfach nochmal ganz nett, nochmal so eine kleine Auffrischung zu Ranger zu haben. Ich suche jetzt nochmal nach ein paar Schlusswörtern, noch nach ein paar, ja, wichtigen Dingen, die ihr euch gerne auf euren Zetteln notieren könnt. Knochenhalskette auf jeden Fall niemals zu spät kaufen, das ist wichtig, ist verdammt nochmal wichtig. Wenn ihr in den Jungle geht, smitet bitte immer den Dragon und den Baron, immer smite Dragon Baron als letztes, vor allem wenn ihr Baron macht, ist extrem wichtig, da ja alle irgendwie dann am Ende versuchen den Last Hit an ihm zu machen, deswegen mit dem Smite hat man ihn recht sicher. Dann auf jeden Fall bitte auch im Jungle, kauft euch das ein oder andere Tanky Item am besten am Anfang. Mit Ranger oder mit den meisten Champions empfiehlt sich der Frosthammer bzw. Page, würde auch schon reichen, je nachdem wie das Game fortgeschritten ist und wie eure Stats sind. Und ansonsten, ja, gibt es eigentlich gar nicht mehr viel zu sagen. Rangers Ulti kann man gut nochmal für einen Escape usen, da man echt geil wegjumpen kann. Und ja, ansonsten, Rangers Damage ist auf jeden Fall sehr hoch. Ihr müsst aber auch zusehen, dass ihr auch, ja, wie gesagt, am Anfang dementsprechenden Damage bekommt. Denn wenn ihr den ja nicht bekommt, dann seid ihr im Endgame sowas von useless, da ihr echt wirklich nichts auf die Reihe bekommt. Wichtig, was mir noch einfällt, am besten gankt mit 4 Wildheit. Ihr geht ins Gebüsch, springt an, dann haut ihr einmal euer E drauf, dann habt ihr ihn für verlangsamt, dann habt ihr eure 5 Wildheit und könnt direkt nochmal ihn für eine Sekunde festhalten. Somit könnt ihr ihn halt, wie gesagt, für eine lange Zeit auf der Lane festhalten und eure Teammates können halt den dementsprechenden Damage machen und ihr habt ihn erfolgreich gegankt. So, das ist eigentlich alles, was ich zu Ranger zu sagen habe. Ich hoffe, es hat euch gefallen, wie immer. Ne? Wenn euch das gefallen hat, dann keine Ahnung, was man da so tut. Ja, und sonst würde ich sagen, Leute, haut rein, macht's gut, bleibt evil und viel Spaß beim Zocken. Euer EvilBushiLP, macht's gut, haut rein.